Ja, wir stehen hier vor dem ehemaligen Gewerkschaftshaus. Und in dem Gewerkschaftshaus hat ab Mai 1933 die sozialdemokratische Flüchtlingshilfe gesessen. Geleitet wurde die Flüchtlingshilfe von Wilhelm Sander. Wilhelm Sander war ein Multifunktionär, wenn man so will, aus Dresden. Hat dort unter anderem als Parteisekretär gewirkt, aber auch bei der Metallarbeitergewerkschaft. Versuchte dann nach der Machtübernahme sozusagen in Dresden und Sachsen illegale Strukturen aufzubauen, wurde kurz in Berlin auch verhaftet und flüchtet dann im April, Ende April mit Frau und den beiden Zwillingen über die grüne Grenze in die Tschechoslowakei. In der Tschechoslowakei hat er dann eben diese sozialdemokratische Flüchtlingshilfe für die deutschen Flüchtlinge aufgebaut, mit Hilfe der DSAP. Was haben die konkret gemacht? Die haben versucht, Geld zu akquirieren, haben Wohnungen vermittelt, Sprachkurse vermittelt, haben Menschen beraten, die das Land wieder verlassen wollten, weiter migrieren wollten. Er selber gab Ende 1937 an, dass praktisch von 33 bis 37 etwa 2300 Fälle bearbeitet worden sind, wobei davon auszugehen ist, dass das Einzelfälle waren und dann zumeist auch Familien noch mit dazugehörten.